Willis, bist du's? Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Buck. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Willkommen zurück hier beim Let's Play Far Cry 3. Ja, und wir sollen jetzt mit Buck sprechen. Und Jason hat schon eingangs wieder so einen super Witz gerissen. Ja. Hi. Hi. So. Wir sind wieder in Bad Town unterwegs. Und jetzt gehen wir einfach mal zu Buck hier. Erstmal durchs Gemüse, kein Bock so weit zu latschen. Super. So, denn er weiß, wo Freund Nummer 4 ist und die wollen wir ja immer noch retten. Die Freunde. Da sitzt er auch schon. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Hm. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir, was verloren ist. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! Ganz im Ernst, er ist ein Spasti. So. Wir müssen jetzt auf ein Boot. Und dafür gucken wir mal, ob wir so nah wie möglich mit der Schnellreise rankommen. Nein, kommen wir nicht. Also müssen wir zu Fuß gehen. Okay. Gehen wir erstmal da hoch. Und wieder geht's um diesen komischen Dolch. Diesen Scheißdolch, wie er ihn genannt hat. Und den müssen wir jetzt finden. Okay, gibt's hier irgendein Fahrzeug für uns? Ich habe eigentlich keinen Bock, hier durch die Pampa zu laufen. Oh, mein Handy ist schon wieder am Dauerscheppern. Kommen wir hier hoch? Oh, wir kommen sogar hier hoch. Oh, hier ist ein Relikt. Einfach mal das Relikt mitnehmen. Gut, okay. Ja, Relikt 1 von 120 gefunden. Das ist da immerhin schon mal ein Anfang. Und wir haben eine Aktion beendet, laut Uplay, aber das soll uns nicht weiter interessieren. Ja, ist doch gut jetzt hier. Ey, mein Handy geht mir gerade auf die Nüsse. Das ist jetzt mein Stummmodus hier. Weil es gerade nervt. Hier ist ein Außenposten. Aber ich wollte eigentlich auf die Nostalgia. Also auf dieses Schiff da. Hier kommen wir nicht hoch. Gehen wir hier hoch. Wir müssen irgendwie hier hinten runter und ins Wasser und dann zu dem Schiff.
Ah, hier sieht es doch ganz gut aus. Ach, und da ist ein Gleiter. Ein Gleiter. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kennen wir das Spiel ja schon. Ich schnapp mir das Teil und fliege gegen den nächstbesten Felsen. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es diesmal besser klappt. Okay. Und los. Wir können damit nämlich schön nah an das Schiff ranfliegen. Und springen einfach daneben ins Wasser. Das wäre eigentlich die Option. Weil im Wasser nehmen wir keinen Fallschaden. Genau. Warum der jetzt auf einmal an Höhe verloren hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier nicht näher ranfliegen können. Weil auf einmal ging es so senkrecht runter. Naja, egal. Schwimmen wir halt mal schnell ran. Es ist scheinbar so gescriptet. Und wir müssen auf das Schiff, um Informationen zu bekommen. Wo denn dieser Dolch ist. Jetzt kommt auch schon spannende Musik. Und wir nähern uns langsam dem Boot, Schiff, was auch immer. Und wir sehen schon, da oben sind Wachen drauf. Naja, dann wird's mal wieder Zeit für den Takedown. Und wir tauchen am besten jetzt mal ein Stückchen. Damit die uns hier nicht sehen. So, und jetzt können wir auch wieder auftauchen. Und hoch. Da hinten ist ein Scharfschütze. Das ist echt nicht mein Klima hier. Haben wir eine schallgedämpfte Waffe dabei? Ja, unser Scharfschützengewehr. Da unten ist auch noch ein Gegner. Mist. Ich wollte hier den hier eigentlich gerade. Kann man diese Scheiße nicht einfach versenken? So, jetzt nehmen wir uns den hier schon mal mit. Schleifen den hier hinter. So. Typ Nummer 1 ist erledigt. Der Scharfschütze hier an Bord. Okay. Das war jetzt nicht so günstig, dass die uns entdeckt haben. Ich hoffe mal, sie haben uns noch nicht entdeckt. Jedenfalls noch nicht alle. Genau aus diesem Grund. Hier unten sind ein paar Leute. Wir müssen jetzt leise sein, sonst kriegen wir auf die Fresse, weil wenn wir entdeckt werden, dann geht's rund. Die sind nämlich leicht so halb alarmiert und gucken hier vorsichtig umher. Gerne. Gut, okay, die haben wir ausgeschaltet. Okay, jetzt ist hier Stimmung. Dann können wir auch gleich die große Kanone nehmen. Junge, mit dem Messer kannst du in die Küche gehen, aber nicht hier hoch, ey. So, der nächste auch tot. Jetzt geht's aber los hier, Freunde. Hier hinten rennt, glaube ich, auch noch irgendwo ein Heavy rum. Genau der da. Ja, und ich verbratze hier einen Haufen Munition. Einfach um den Penner tot zu kriegen. Habe ich nicht hier noch irgendwas? Das ist die Sniper. Können wir mal nachladen. Ja. Den Bogen. Ich habe hier noch einen Bogen. Gucken, vielleicht bringt der ja etwas. Voll in die Eier. Komm raus. Zack. Gut, das dürften eigentlich alle gewesen sein hier an Bord. Ja, so ziemlich, das waren auch alle.
Wir plündern hier mal diese Leiche. Ach, warum schmeiße ich immer die Waffe weg? Das regt aber auch auf. So. Was hat er hier? Vielleicht können wir unsere Schrot eintauschen gegen das MG. Weiß ich gar nicht. Kann man schön mit Sperrfeuer geben. Aber wir nehmen die Schrot wieder mit, weil jetzt ist vielleicht noch Nahkampfsituation hier drin. Da ist die Schrot doch sehr sinnvoll. Okay, es kommt erstmal ein Ladebildschirm. Und ja, genau. Ich sag's ja, hier drin ist wahrscheinlich Nahkampf, aber da werden wir dann uns mit dem Takedown versuchen, so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Außerdem gibt das ja Zusatz-XP, wie ihr wisst. Und es ist außerdem sehr, sehr leise. So. Denn es ist ein Gegner. Mal den Bogen. Ich muss an diesen Scheiße! Wie viele Piraten sind auf dem Schiff? Schön. Also der Bogen bringt hier seinen vollen Vorteil, also dass er wirklich silent ist. Und damit kriegen wir jeden einfachen Typen extrem einfach platt. Auf die Tür und weiter vor. Am besten kommst du gleich hier noch mit so einer Trompete in der Hand raus, damit die uns noch entdecken. Mann, 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 ey. Hier ist einer. Hier ist noch einer. Jetzt bist du nicht mehr im Alarm! Der Alarm ist schon. Nein, nein, nein. Freunde, Freunde, Freunde. Warum wollen die immer alle Alarm geben? Ich verstehe das nicht. Ich schieße hier mit dem Bogen rum wie ein Henker, ey. So. Hier unten ist Party. Ja, gut, okay. Hab die hier die halbe Tonarmee da drinne. Erinnert mich irgendwie gerade an Call of Duty mit dem Quickscope hier. Geht auf jeden Fall gut ab. Weil die Sniper einen schönen Schaden macht. Und dann gehen wir mal weiter vor. Zum Vor. Oh. Thailand. Jawohl, ey. Jetzt ist hier auch noch so ein Heavy drinne. Den ich natürlich nicht platt kriege, weil ich keine Granaten dabei habe oder ähnliches. Gut, lässt sich einrichten. Jetzt klingelt dann aufs Telefon. Komm mal her, Freund. Geht doch. Bingo. Da hat er sich in Luft aufgelöst, würde ich beinahe sagen. Erstmal heilen und dann gucken wir mal schnell hier. Stimmt, finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Was auf dem Laptop ist. Na bitte. Das muss wichtig sein. Vielleicht fühlt er mich zu dem Dolch. Steck ein. Schneller, du Scheißding. Das ein Witz? Ja. Oh. Da ging's los. Uiuiuiui. Und wir sind am Schwimmen. In irgendeinem Schiff, was gerade am Absaufen ist, scheinbar. Oh, Highland, gib Gas. Komm. Tempo, Tempo. Jetzt sauf ich hier drin ab. G
geht doch. So, wo müssen wir hin? Hier hin. Ja, mach mal einen Shot zu. Das wird nicht lange halten. Genau. Und hier weiter. Und wieder ab ins Wasser. Oder? Wo muss ich denn hin? Hier muss Wasser rein. Ah, okay, es blinkt. Ich renne mal wieder dran vorbei. Ja, aber bei dem Let's Play gab es ja schon einige Fails, also von daher ist das nicht schlimm. So, dann hier durch. Hier runter. Was willst du denn? C, los. Direkt einen aufs Maul. Ja. K.O. der Kollege. So, dann nehmen wir uns doch mal hier eine Ladung. Sauerstoff. Und weiter geht's. Ja, hier geht's nicht durch. Hier hinten lang. Jawohl. So. Hier die nächste Ladung Sauerstoff. Sonst ertrinken wir. Das finde ich gut gemacht, dass hier so Sauerstoff liegt. Sauerstoffflaschen. Ganz nett. So, raus aus dem Schiff, das auch gleich explodiert. Sehr schön. Also wir haben ja heute ganze Arbeit geleistet. Einen Haufen Typen getötet und ein Schiff versenkt und das liegt jetzt hier unten auf dem Schiffsfriedhof und wir kommen nochmal gerade so davon. Ja, und kommen jetzt wahrscheinlich am Strand an, hä? Oh. Jace. Raus aus den Federn. Na komm. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh. Jason. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber, Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher alleine. Keith braucht mich. Okay? Adios. Also, wenn ihr mich fragt, ist der Typ ein bisschen komisch. Joa, und wir müssen jetzt wieder mit Buck sprechen, irgendwo da hinten. Aber das machen wir im nächsten Part, hier beim Let's Play Far Cry 3 auf Crossgaming LP. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal. Bye bye.